Servus YouTube und willkommen zurück bei mir auf meinem kleinen Kanal. Und heute machen wir weiter, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Und ich würde sagen, wir fangen an. Dich hier. Aber abhängen. Ausblenden. Wir grubbern mal ein Feld. So. Einmal zusammenklappen, dass wir hier auch rauskommen. Ich würde sagen, wir grubbern erst Feld 12. Kommen wir da vorbei? Wir haben nicht aufgeräumt. Was ist hier los? Warum ist hier nicht aufgeräumt? So. Wir haben auch die falsche Ausfahrt genommen. Aber okay. Soll vorkommen. Rehlein. Bei 12 ist dieses jenes. Dieses jenes. So. Wundert euch nicht, wenn ich ab und zu mitsumme. Ich habe hier im Hintergrund einen Stream laufen. Mit Musik da. Aber kann ich euch ja nicht einspielen, weil ist schwierig. Auf YouTube. Beziehungsweise inzwischen ja überall, auf Twitch auch. Zack. Hoch damit. So, einmal umdrehen. Uiuiui. Okay, man merkt, dass ich frisch aus der Arbeit bin. Jetzt aber. Jetzt aber. Da geht schon wieder spazieren. Haben die Leute denn den ganzen Tag nichts zu tun hier? Ah, geht so. Sonst kommst du unter die Räder. Einmal gruppen. Jawohl, ja. Ja, ihr seht das ja etwas verzögert. Alles gruppen. Nicht auslassen. Ich nehme hier heute ausnahmsweise am Rosenmontag auf. Eigentlich nicht, aber da ich eh arbeiten musste, hat sich das für mich sowieso erledigt. Dieses Jahr mit Fasching und so. Dieses Jahr sollen andere mal in Urlaub genießen und Fasching machen. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Aber ich habe halt ein, sagen wir mal, Musikstream im Hintergrund laufen, der Fasching in sich hat. Also wundert euch nicht, wenn ich ab und zu mal mitsumme. Habe ich ja gerade schon mal gesagt. Aber ich versuche mich zu beherrschen. Das will niemand hören, wenn ich singe. Ja, ihr könnt mir ja gerne mal unten in die Kommentare zu diesem Video schreiben, was ihr so an Fasching gemacht habt. Habt ihr gefeiert? Habt ihr auch arbeiten müssen? Oder wart ihr sogar irgendwo auf einem großen Faschingsumzug wie Köln, Duisburg oder so? Oder auf einer großen Faschingsparty? Einfach mal unten in die Kommentare schreiben.
Jeder Kommentar zählt für den YouTube-Algorithmus, ihr wisst. Ich bettel zwar nicht gern drum, aber ich freue mich eigentlich über jeden Kommentar, ob jetzt Algorithmus oder nicht Algorithmus. Aktivität ist immer schön. Ihr dürft auch gern kritisieren, solange es sachlich bleibt und nicht beleidigend wird. Ich berücksichtige auch manche Sachen, die ich umsetzen kann. Mit meiner Zeit, die mir zur Verfügung steht. Jetzt hier zum Beispiel wollte jemand, dass ich nicht vorspule. Also machen wir eine Mischung draus. Mal so, mal so. Berücksichtigen wir auch mal. Ne? Ihr könnt natürlich auch gerne mal eins meiner Reviews anschauen. Ich habe viele Figuren-Reviews, bevor ich eigentlich etwas mit Gaming angefangen habe. Das Gaming hat sich eher zufälligerweise ergeben, da ich in mehreren Streams Mod bin. Da hat sich das zufällig ergeben, weil wir mal eine kleine Com-Runden gemacht haben und ich habe halt dann einfach mal OBS mitlaufen lassen. Dachte mir, ach, warum nicht? Mal Abwechslung auf den Kanal kann nicht schaden. Ein bisschen was ist ja hängen geblieben, ein bisschen spielen wir. Wobei ich meine Reviews natürlich auch nicht vergesse. Das einzige, was jetzt weggefallen ist, sind die Unboxings der Abo-Boxen. Wie ihr schon sicher gemerkt habt, sind eine Zeit lang keine mehr gekommen. Liegt einerseits daran, dass durch Covid und die momentane Situation, allgemein Lieferschwierigkeiten und alles, es nicht mehr gewährleistet war, dass ich regelmäßig die Videos mache. Das heißt, teilweise kommen die Boxen mit zwei Monaten Verspätung an sogar, weil die Artikel nicht verfügbar waren. Da habe ich gesagt, naja, rentiert sich eigentlich nicht mehr. Ich habe zwar noch eine, glaube ich, im Abo, aber es funktioniert halt nicht mehr so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und da dachte ich mir auch, warum nicht als Ersatz ein kleines Let's Play auf einer kleinen Map, das nicht immer kommen muss, sondern ab und zu mal kommt. Und momentan hat sich so eingespielt, dass es einmal in der Woche kommt, weil ich sagen muss, das kann ich auch nicht immer gewährleisten. Es gibt halt auch noch andere Sachen, die ich zu machen habe. Das können eher Leute gewährleisten, die einen, sagen wir in Anführungszeichen, normalen Job haben, nicht viel Schicht arbeiten oder so. Beziehungsweise das vielleicht sogar dauerhaft machen. Aber da bin ich weit davon entfernt, um ehrlich zu sein. Und es war auch eigentlich nie mein Ziel, das zu machen. Ich glaube, dazu bin ich zu noobig in manchen Spielen. So. Jetzt da vorne noch. Da haben wir das Zeug schon gegrubbert. Schauen wir mal, ob das alles auf einmal geht. Ja, sollte gehen. Ohne dass wir den Sound dodgen. Oh ja. Okay.
Dann sind wir mit dem Feld fertig. Dann würde ich sagen, fahren wir auf das Feld. Moment. 11. Genau. Oh, Marsch. Das lassen wir aber dann. Den lassen wir es machen, Curseplay oder den normalen Helfer? Ach komm, wir haben Curseplay schon länger nicht mehr genutzt. Wir haben es ja drauf. Warum dann nicht auch nutzen? Ja, wäre ja Verschwendung. Dann können wir nämlich doch mit einer anderen Arbeit anfangen. Langsam, die schießen hier überall entlang. Wie die Verrückten. Ja, da kommt keiner, da kommt einer, jetzt aber. Oh, da steht noch unser Drescher. Stimmt, wir haben ja hier einen Drescherauftrag. Ui. Den hätte ich fast vergessen. Ah, das grubbeln wir mit ein. Aber das hier lassen wir jetzt wirklich mal Curseplay machen. Da machen wir hier. Job erstellen. Curseplay Feldarbeit. Zielposition. Feldposition. Kursgenerator öffnen. Drei Folgengewinne. Wir fangen auf den Bauern an. Schaf, ja, das könnt ihr erschaffen. Wir überlappen aber mal ein bisschen mehr. Vielleicht kommt er dann eher mit den Rangieren klar. Kurs generieren. Schließen. Raus hier. Wo ist der Anfang? Da ist der Anfang. Bringen wir ihn mal an den Anfang. Dann müssen wir kurz mal das Play öffnen. Erster Wegpunkt, jawohl. Play. Okay. Dreschen wir hier gleich? Ja, wir machen den auch. Wir fangen mal mit dem Auftrag hier an. Motor starten. Ach, der ist sogar noch aufgeklappt. So. Rangieren. Ja, hier können wir eigentlich die Stromblocke abschalten. Und anschalten. Jetzt müsste es stimmen. Das folgt hier uns nicht. Da häckseln wir mal ein bisschen. Das ist Hafer. Zack. Die Schräge mitnehmen. Sagen wir machen hier das Vorgewinne, wenn es reinpasst, dann beenden wir die Folge, machen mit der nächsten Folge weiter. Dann beschleunigen wir diesmal nicht, sondern machen dann einfach in der nächsten Folge weiter. Das ist doch mal ein Vorschlag, oder? Ja, ich weiß, normalerweise hebt man auf das Schneidwerk, aber man kann es ja auch übertreiben mit der Genauigkeit, ne? Ist etwas komisch, aber okay. Dann hier hin.
einmal zurücksetzen. Einmal die Straße versauen. Einmal hier setzen. So. Machen wir die Ecke hier schon mal sauber. Auf geht's weiter. So, jetzt hinaus. Suchen noch die Mitte raus. Ungefähr. Dürfte ungefähr hier sein. Könnte hinkommen. Zack. Okay. Ja. Dann würde ich sagen, beenden wir hier die Folge und machen in der nächsten Folge gleich weiter. Wie immer, natürlich, lasst einen Kommentar da, wenn euch die Folge gefallen hat. Ich freue mich über jeden Kommentar. Ein Like auf das Video würde mich auch freuen. Und natürlich freue ich mich über jeden neuen Abonnenten auf meinen Kanal. Danke fürs Zusehen. Tschö und auf Wiedersehen.